Hallo zu einem neuen Video über Power BI. Heute besprechen wir das Thema bedingte Formatierung. Wie man das macht, das werde ich nun Schritt für Schritt erklären. Öffnen wir dazu Power BI. Ich habe mich bereits zu einer Datenquelle verbunden, in meinem Fall einer Excel-Datei. Nun, im ersten Schritt wähle ich eine Tabelle aus und wähle nun die Felder Employee sowie das Alter und auch das Gehalt. Die Tabelle hier oben, die benötigen wir nicht mehr. Und ich gebe nun diese Tabelle in den Fokus und habe nun auf Basis dieser Tabelle die Möglichkeit, bedingte Formatierungen zu hinterlegen. Wie man das macht? Ganz einfach. Nach Selektion der Tabelle sieht man nun im Wertefeld meine bezogenen Felder. Ich habe hier die Möglichkeit, mit einem Klick auf den kleinen Pfeil, in meinem Fall Alter, den Punkt bedingte Formatierung. Wenn ich diesen auswähle, habe ich nun fünf verschiedene Möglichkeiten, eine bedingte Formatierung zu hinterlegen. Beginnen wir mit der Hintergrundfarbe. Wähle ich die Hintergrundfarbe, kann ich eine verlaufende Form wählen oder auch über drei verschiedene Farben mir das auswählen. Grundsätzlich formatiere ich nach der Farbskala. Ich könnte auch die Formatierung nach einzelnen Regeln festlegen, kann sozusagen über Prozente oder über einer Ganzzahl die bedingte Formatierung hinterlegen oder auch über einen einzelnen Feldwert. Gehen wir zurück zur Farbskala und wählen hier nun auf Basis des Feld Alter und wähle nun die Zusammenfassungssumme aus. Und nach Bestätigung von OK sehe ich nun eine bedingte Formatierung auf Basis des Alters. Des Weiteren könnte ich zum Beispiel das Gehalt auch über ein Symbol steuern und habe hier die Möglichkeit, unterschiedliche Symbole auszuwählen. Je nachdem, welchen Prozentwert ich hinterlege. Und sehe, ich habe hier nun verschiedene Symbole aufgrund der Formatierung. Des Weiteren kann ich auch nur ein bestimmtes Feld, somit kein Wertfeld, auch eine bedingte Formatierung auf Basis eines anderen Feldes hinterlegen. Ich wähle wiederum bedingte Formatierung und wähle in meinem Fall die Schriftfarbe. In diesem Fall kann ich sagen, ich möchte auf Basis des Alters wieder eine Farbskala von dunkel, von hellgelb zu dunkelgelb. Nach Bestätigung von OK sehe ich nun, wenn ich nach Alter sortiere, eine leichte Verfärbung der Schriftfarbe und eine Sortierung des Jüngeren, eine sehr betonte. Wie man sieht, ergeben sich viele Möglichkeiten, wie man die bedingte Formatierung anwendet. Falls ihr nähere Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Viel Spaß und bis bald.